Hallo, mein Name ist Michael Konermann und ich treffe heute Jens Nowotny. Herr Nowotny war lange Jahre Fußballprofi bei Bayer Leverkusen. Er hat in der Champions League gespielt, an Fußball-Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Herr Nowotny hat viele Höhen und Tiefen in seiner Karriere durchlebt und ist heute U18 Co-Trainer der Nationalmannschaft. Ich freue mich, dass Herr Nowotny seine Gedanken preisgibt. Wie wird man Profi und wie bleibt man Profi? Viel Spaß beim Interview. Herr Nowotny, vielen Dank, dass Sie Zeit nehmen. Nicht zu sagen, gerne. Weltklasse. Ich habe natürlich noch mal recherchiert, aber Sie sind ja eigentlich ein Alter, wo ich noch komplett das miterlebt habe, Ihre komplette Karriere als Fußballfan. Aber trotzdem habe ich noch mal zusammengefasst. 336 Bundesligaspiele. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Also was sagen Sie? Das schwankt zwischen 336 jetzt und 331. Mhm. Also okay. Ich habe sie nicht nachgezählt. Wahnsinnig viel, aber auf jeden Fall. Ja. Dann DFB-Pokal 28 Spiele. Circa vielleicht. Mhm, ja. Genau, dann im UEFA Cup 11-mal gespielt, Champions League 34 Spiele. Sie sind kroatischer Meister und Pokalsieger. Ab der U15 Nationalspieler gewesen. U17 habe ich keinen Einsatz gefunden. Aber das gab es damals nicht, da hat es ja U16, U18 gegeben. Ja. 48 A-Nationalmannschaftseinsätze, 4-mal Vizemeister mit Bayer Leverkusen, Champions League, Halbfinale, Finale wegen Verletzung leider verpasst. Ne? Ja. Und dann finde ich auch eine ganz bemerkenswerte Statistik. Mit 5 roten Karten, 3 gelb-roten. Ja, genau, insgesamt 8. Jetzt eingeholt von Luis Gustavo, dass Sie mit am meisten vom Platz geflogen sind. Genau, ja. Sie haben eine lange Karriere hinter sich, ne? Und die ist, man kann den Erfolg definieren, wie man will, aus meiner Sicht wahnsinnig erfolgreich. Wie haben Sie das geschafft? Ja, ich glaube, dass es neben den allbekannten Disziplinen und Fokussierungen ganz erheblicher Teil bei mir auch Glück war. Ich meine, ich hatte meinen ersten Profivertrag unterschrieben beim KSC und hatte mir 2 Wochen später das hintere Kreuzband gerissen. Karlsruhe war damals erste Liga, ne? Karlsruhe war erste Liga. Ich hatte gute Chancen, da auch zu spielen. Dann kam die Verletzung und zu dem Zeitpunkt war ich ein hinteres Kreuzband fast schon, ja, Karriere aus, haben auch viele gesagt. Ich hatte dann da wieder Glück, dass in Deutschland 3 Ärzte dieses hintere Kreuzband überhaupt operiert hatten oder überhaupt operieren wollten. Und einer davon, ja, war in Karlsruhe, ja. Vinzenzes Krankenhaus. Ja. Und er hat es operiert und deswegen bin ich dann wieder fit geworden. Und das zog sich so durch die ganze Karriere. Natürlich musst du Leistung bringen. Du musst diszipliniert sein, du musst arbeiten und der Spruch, den Oliver Kahn ja auch gesagt hat und viele andere, Arbeit schlägt Talent. Ja, klar, du brauchst aber Glück und das ist etwas, das gehört dazu. Okay, junge Spieler lerne ich kennen, die den Traum haben, Profifußballer zu werden. Ne? Die spielen ja in der höchsten Liga der deutschen A-Jugend-Bundesliga. Damit gehöre ich ja definitiv zur Elite. Definitiv, ja. Genau, und bin ausgebildet in Nachwuchsleistungszentren. Sie haben ja auch verschiedene, wahrscheinlich viele kommen und gehen sehen, die auch vielleicht darauf gewartet haben, dass Jens Nowotny vielleicht in einem Spiel nicht performt, damit er ihren Platz einnimmt. Ja, also das gab es immer. Vor allen Dingen auch, es gab es ja auch umgekehrt. Also ich habe viele Spieler erlebt, die viel besser waren als ich. Mhm. Also viel talentierter. Da gab es von Schalke einen Libero bei uns, damals noch mit Libero, der war Weltklasse, wirklich, also überragend. Dann gab es aus Dortmund eine Nummer 10. Ich kenne auch die Namen noch, aber ich weiß nicht, dann googelt der eine oder andere. Deswegen, also so wie man sich damals eine Nummer 10 vorgestellt hat im Profitum. Übersicht, der hatte Pässe gespielt, der hat eine Ballsicherheit gehabt, Technik, alles, alles. Und dann gab es noch 2 Stürmer. Puh, der eine ist, glaube ich, mit 17 dann zum AC Mailand gewechselt. Von denen hast du nie mehr was gehört. Woran lag das? Ist es Charaktersache? Kann durchaus Charaktersache sein, wobei die Jungs waren alle top in Ordnung. Okay. Das waren alles, weil mit denen konntest du Spaß haben. Die haben auch gewusst, worauf das trotz allem ankommt. Ja, und dann ist halt die Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und vielleicht hat es da bei dem einen oder anderen gehapert. Das habe ich jetzt von mehreren schon gehört, dass gesagt wurde, dass die Gefahr besteht, dass man aufgrund der Erfolge, die man feiert, Einsätze, höchste Liga spielen, im Training vielleicht nicht 100% zu geben und dass sich das direkt niederschlägt, wenn ich nur bei 80-90% bin. Ja, das ist also die härteste Zeit auf dem Weg
dann auch zum Profi ist tatsächlich in der Jugend, weil so hart, wie du da trainierst, so eine Doppel- und Dreifachbelastung, weil ich glaube, die meisten, die das Offensichtliche sagen, sie ja klar, da ist Fußball und Schule, das ist das Offensichtliche. Mhm. Aber was die alle vergessen ist, ich meine, die werden auch erwachsen, die Jungs und Mädels. Das ist heutzutage ja auch die Mädels, die dem Druck ausgesetzt sind, durch die Pubertät durchkommen zu müssen, was schon bei einem, der jetzt nicht unter dem Erfolgsdruck steht im Fußball, schon schwierig ist mit den von Synapsen. Und dann sind halt die Jungs dann auch noch gefordert. Das heißt, denen wird komplett, wenn sie nicht aufpassen, die Jugend geraubt, was ein normaler, wobei normal ist dann immer auch ein schwieriger Begriff, aber dem gegönnt ist. Und deswegen, das ist schon eine Herausforderung, was die Jungs da machen müssen. Und das, was du gerade gesagt hast, klar, wenn sie einmal nicht performen, dann steht schon der Nächste in den Startlöchern und der performt dann. Das, was Sie gerade gesagt haben, finde ich ja ganz wichtig, dass gewisserweise habe ich eine Riesenchance, sag ich auch, nimm mit, was geht. Das ist der Traum, den viele leben dürfen und verfolgen. Auf der anderen Seite werden wir natürlich auch Sachen geraubt, die andere im gleichen Alter erleben dürfen, weil ich wahrscheinlich nicht mehr möglich, abends lange aufzubleiben, was zu trinken. Da, wenn da nicht die Leistung körperlich im Top-Zustand ist, habe ich wahrscheinlich wenig Chance, wenn ich nicht das Ausnahmetalent bin. Ne? Wenn du das Ausnahmetalent bist, dann kannst du dir ziemlich viel erlauben, weil du schießt die Mannschaft am Spieltag dann zum Sieg. Ja. Alles gut, wenn du das aber nicht bist, wenn du einmal dann über die Stränge schlägst und dann nicht performst, dann wird das, was du über die Stränge geschlagen hast, direkt dir aufs Butterbrot geschmiert und das kommt sofort als volle Breitseite zurück. Ich erlebe auch, dass es natürlich aufgrund dieser medialen Aufmerksamkeit, ob es jetzt Internet ist oder auch Freunde, dass es schwer ist zu unterscheiden, wer ist darauf bedacht, mich zu fördern und wer sonst sich in meinem Erfolg. Und gerade in so einer Situation als Heranwachsender, wenn es jetzt ganz extrem ist und ich bei Bambinis, Leverkusen, Köln, Gladbach, Düsseldorf, ist ja egal, hochgehe bis zur A-Jugend, bin ich ja relativ geraden Weg und wahrscheinlich gar nicht so viel Kritik immer bekommen. Ist das eigentlich schwierig, da auf dem Boden zu bleiben und auch zu unterscheiden, wer sind meine Freunde und ich? Wenn ich jetzt einmal kurz ausholen darf, ich habe einen Spieler letztens getroffen, der hat damals beim 1. FC Köln sein Profidebüt bei Christoph Daum gegeben, hat dann aus seiner Sicht eine falsche Entscheidung getroffen, ist in die Türkei gewechselt. Ja, und dann ist die Karriere nicht so verlaufen, wie er es wollte. Ist jetzt wieder zurück in Köln mit 30. Er sagte, hey, mit 18 hatte ich so viele Freunde wie nie. Und jetzt hatte ich letztens Geburtstag. Mich hat keiner mehr angerufen. Also ich habe das Glück, dass mein Freundeskreis aus der Kindheit herrührt. Das heißt, da war noch gar nicht abzusehen, ob man bekannt wird oder nicht. Und fußballerisch erfolgreich. Deswegen es ist schwierig, also heutzutage noch viel schwieriger durch die sozialen Medien, wo man ja schnell ein Freund sein kann und einen Daumen hoch und einen Daumen runter und wird alles sofort bewertet und ja, die Likes, nach denen man hasht und jetzt dann am Wochenende verliert man und dann kriegt man plötzlich Feuer, auch von den eigenen Fans. Das ist alles mit drin und gerade da herauszufiltern, wer es ehrlich mit einem meint, ist schwierig, ist ganz schwierig. Wobei, es gibt ein paar große Agenturen, da kannst du eigentlich sicher sein, dass die, sagen wir rein finanziell natürlich, optimal für dich das rausholen. Mhm. Und bei den meisten ist es tatsächlich so, dass sie auch gucken, dass du auch weiterkommst. Ja, okay. Aber das sind eher große Agenturen, die auch ein komplett Paket, nenne ich mal, auch anbieten. Ja, wenn wir dann so einen jugendlichen Spieler uns anschauen, der ist in der A-Jugend, zweites Jahr, der große Schritt zu den Senioren ist ja immer mit entscheidend. Ne? Und ich glaube, man muss es wahrscheinlich recht schnell auch dann schaffen. Wenn jetzt so ein Beispiel zum Beispiel, bei Leverkusen spielt jetzt der Wirtz. Ne? Und hat ja einen ganz passablen Auftritt zurzeit. Ja. Nationalmannschaft sogar noch. Was ist denn jetzt der Punkt, auch wenn ich nicht vielleicht direkt in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft spiele, aber wenn ich so die ersten Einsätze sogar bei den Profis habe, vielleicht auch nur Freundschaftsspiele, was muss ich denn dann machen, um dran zu bleiben, mich weiterzuentwickeln, um dann zu sagen, jo, das ist der Mann für meine Mannschaft? Ist das auch nachher, neben der täglichen Arbeit, gibt es weitere Faktoren? Also innerhalb des Vereins Hilfe einfordern. Das persönlich Leute ansprechen, was auch, kann ich machen oder was? Auch, ja. Es gibt in jedem Verein der Trainer ist ja immer sehr
erfolgsgetrieben. Mhm. Ne? Weil wenn er sechsmal verliert, ist er weg. Aber es gibt andere Menschen in einem Verein, die unabhängig des fußballerischen Erfolgs dann auch da sind. Das ist meistens so Athletiktrainer, Fitnesstrainer, mhm. Physiotherapeuten, die eine unglaubliche Erfahrung auch haben, weil sie schon jahrelang in dem Bereich tätig sind und mit denen über alles Mögliche halt quatschen, sich ein bisschen öffnen, Hilfe annehmen wollen auch, wenn jemand kommt und sagt, oh, wir können vielleicht das und das machen. Ist heute wahrscheinlich ein bisschen einfacher und schwieriger in beiderlei Hinsicht. Denn einfacher, weil viel, viel mehr Kompetenz da ist in allen möglichen Bereichen. Ja. Was es natürlich aber auch schwieriger macht. Aber mich würde mal interessieren, was waren, wenn Sie zurückblicken, Ihr emotionalster, schönster Moment in Ihrem Fußballerleben? Das war natürlich 2006 bei der WM, bei der Heim-WM, das Spiel um Platz 3, wo ich spielen durfte. Weil der Hut sich überhaupt verletzt hatte, ne? Genau, erstmal hatte Peer gesagt, also ich sag mal so salopp, Spiel um Platz 3 spiele ich nicht mehr. Ne, weil der war ja auch verletzt. In Portugal, ne? Endspiel hätte er garantiert noch gespielt, da bin ich hundertprozentig sicher. Ja. Und dann hat er erstmal gesagt, okay, er spielt nicht. Dann, und Robert Huth verletzt sich beim Warmmachen und ich durfte noch spielen. Ja. Und nach dem Spiel die Momente mit Oliver Kahn zusammen und dann unseren Sohn auf der Tribüne schlafend im Arm von meinem Vater zu sehen. Ich glaube, das war so der schönste Moment wirklich, den man im Fußball genießen kann. Ja, und einmal gibt es immer eine Medaille mit zwei Seiten. Würden Sie auch einen Punkt heraussuchen, wo Sie sagen, das war der bitterste? Also ergebnistechnisch gibt es bestimmt viele. Mhm. Ja, sei es, wenn man jetzt Champions League Endspiel verloren hat, Pokalendspiel, Meisterschaft versemmelt, was weiß ich. Aber persönlich würde ich sagen, die unverständliche Suspendierung von Bayer Leverkusen. Ah, okay. Ja, das habe ich noch nachgedacht, dass sie da mehr oder weniger rausgeschmissen wurden. Ja? Genau, ja, also rausgeschmissen, das hat mir auch wieder die Augen geöffnet. Ich wurde... Erläuterung, Sie haben dann mittrainieren dürfen, aber haben nicht mehr gespielt. Ne? Genau, richtig. Nach wurde Jahren der... Suspendiert und dann wurde ich verteufelt von den Fans und von den Zuschauern und dann plötzlich durfte ich wieder spielen, dann wurde ich wieder gefeiert. Und also das sind solche Dinge, die einem auch wirklich die Augen öffnen, dass es nur um das Ergebnis auf dem Platz geht. Der Rest ist, und da bleibe ich bei meiner Meinung, die ist so verfestigt über meine Karriere geworden, der Einzelne, der interessiert nicht, sondern es interessiert den Fan, was am Wochenende auf dem Platz passiert. 11 müssen spielen und ob da die Nummer 5, die Nummer 6 oder die Nummer 33 spielt, ist egal. Hauptsache es wird gewonnen. Da habe ich jetzt, passt gut zu meiner nächsten Frage, die ich aufgeschrieben habe. Sie gehörten ja zu den besten Verteidigern. Damals gab es noch den guten Libero, den kennt ihr heute schon fast die Jugend nicht mehr. Sie waren auch nicht nur Libero, sondern auch Außenverteidiger, ne? Und gehörten ja zu den besten der Welt. Und als Arsenal wohl an Bayer herangetreten und hat irgendwie umgerechnet heutzutage 40 Millionen Euro geboten. Wie weit ist der Mensch denn im Fußballgeschäft Ware und wie weit ist er Mensch? Er ist eigentlich er ist eine Ware. Also Mensch ist, ja, ich habe für mich auch immer gesagt, wo es wirklich menschlich noch, für mich zumindest in der Karriere, war bei der Nationalmannschaft. Ja. Weil da natürlich nicht der wöchentliche Erfolg wichtig ist, sondern du hast komprimiert ein Turnier oder ein Spiel, okay, und da musst du dich darauf vorbereiten. Und trotzdem hast du immer das Gefühl gehabt, bei allem, was bei der Nationalmannschaft arbeitet, warst du als Mensch wirklich wichtig. Und ansonsten, du musstest funktionieren. Ich meine, ich habe bei Leverkusen, ich war Kapitän und der Trainer hat sich mit uns ausgetauscht, mit dem Mannschaftsrat vorm Spiel, mit mir auf dem Zimmer, haben wir über die Strategie gesprochen, über was wir alles vorhaben, wie wir es umsetzen wollen. Und dann habe ich mir das Kreuzband gerissen und dann hat er mich nicht mehr gegrüßt. Und die Aussage von ihm war, bist du fit, bringst du mich weiter, bist du verletzt, kann ich mit dir nichts anfangen. Punkt. Auf einen Seite kann man sagen, eine ehrliche Aussage, auf der anderen Seite ist natürlich eine Brutalität und eine emotionale Schwäche, ne? Jein, also ich komme mit so einer Ehrlichkeit, auch wenn sie brutal ist, viel besser zurecht. Auch als ich in Kroatien war, bei Dynamo Zagreb,
kam dann der Trainer. Ich hatte mich zum Schluss der Karriere hin wieder leider verletzt. Hab dann wieder angefangen zu trainieren, hatte aber wieder Schmerzen und Probleme. Und dann hat er mich vor der Winterpause reingerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, wie es mit dir weitergeht. Ich kann mit dir nicht planen, also wollte ich dir nur noch mitgeben. Punkt. Ja. Also das war knallhart, aber es war ehrlich. Und mit Ehrlichkeit kann ich viel, viel besser umgehen wie mit einer Scheinheiligkeit. Dann bin ich ein bisschen bei dem Punkt der Verletzung und den, ja, ist ja fast schon ein konjunktureller Verlauf der Emotionen bei Ihrer Karriere. Als ich es nochmal gelesen habe, ich kann mich wirklich an jedes einzelne, in jede einzelne Saison erinnern. Natürlich nicht intensiv, aber das liest sich ja ein bisschen wie eine kitschige Vorabendserie, diese 4, 5 Jahre. Also 1995, 96, nachdem Sie von Karlsruhe nach Leverkusen gegangen sind, sind Sie mit Bayer Leverkusen fast abgestiegen, ne? Ja. Nee, ich nicht. Das da haben Sie, also ich dachte, ich hatte gelesen, dass Sie noch den großen Beitrag geleistet haben, nicht abzusteigen. Hätte ich gern. Waren Sie noch nicht. Aber das war nur Daumen drücken, weil in dem Jahr bin ich gewechselt. Also, okay. Also das Spiel Fast gegen, war noch raus. Das Spiel gegen Kaiserslautern, das war das letzte Spiel, bevor ich dann praktisch... Wo Völler und Bremen, genau. Alles klar. Dann kommen Sie hin, dann sind Sie quasi die Wende. 96, 97 nämlich, werden Sie leider Zweiter mit 2 Punkten Abstand hinter Bayern. Ja. Also ein Riesenerfolg, aber natürlich schwingt da ja auch mit, schade, wäre gerne Meister geworden. Genau, ja. Klar. Dann 1999, 2000 waren Sie dann bis zum 11 Spieltage lang Erster und dann bis zum letzten Spieltag, so oder einen Spieltag vor Schluss, gab es dann nochmal eine Niederlage gegen Haching und das hat Ihnen das Genick gebrochen. Es war ja ein ganz brutales Spiel mit dem Eigentor von Ballack auch. Ja. Ne? So, dann sind Sie also so ein gefühlter Meister der Herzen. Bayer Leverkusen hatte, glaube ich, nie so viele Sympathien wie in der Zeit. Mhm. Das war ja eine Wahnsinnsmannschaft. Dann gehen Sie zur Europameisterschaft. Trainer war damals Ribbeck, richtig? Ja. Das war so der gefühlte Tiefpunkt der deutschen Nationalmannschaft in den letzten 10er Jahren, würde ich sagen. Ja. Da sind Sie in der Vorrunde mit der Nationalmannschaft rausgeflogen. Ne? Dann, dann kommen Sie zurück und dann die Saison 01-02. Spielen Sie aus meiner Sicht bei einer der besten Vereinsmannschaften der Welt. Sie sind im Champions League-Finale, Sie sind im DFB-Pokalfinale und Sie sind bei der Meisterschaft klar oder nicht. Also auf jeden Fall ein ernstzunehmender Konkurrent zu Bayern und Dortmund. Genau, ja. So, dann bei mir war es so, ich habe das alles aufgesogen und hatte brutale Sympathien für diesen Fußball, der gespielt wurde. Jetzt stelle ich mir vor, wie das ist, dass man so viele Möglichkeiten hat, Erfolge zu feiern. Und dann haben Sie im Champions League Halbfinale gegen Man U, reißen sich das Kreuzband, ja? Ja. Und da hängt jetzt dran, ich bin nicht dabei beim DFB-Pokalfinale, dass wir gegen Schalke verlieren. Ich bin nicht dabei beim Finale gegen Real Madrid, dem wichtigsten Sportereignis, vielleicht neben dem Football-Endspiel auf der Welt. Ich fahre nicht mit zur Weltmeisterschaft von Rudi Völler, völlig überraschend Vize-Weltmeister wird in Südkorea, Japan. Ja. Und die Meisterschaft haben wir versemmelt, weil wir vorletzten Spieltag gegen abschießgefährdeten Nürnberger verlieren. Genau. Ja. Also wie gehe ich denn, oder wie sind Sie mit dieser brutalen Situation umgegangen? Das sind ja, man kann auch sagen, brutal gute zweite Plätze und sagen, extrem traurig, da nicht einen Titel mitzunehmen, ne? Und selber nicht mitspielen zu dürfen. Ja, natürlich, das ist kurzfristig natürlich gewesen. Zu dem Moment, als die Diagnose kam, Kreuzband, dann war natürlich bei mir im Hinterkopf lief schon der Film ab. Okay, du weißt, jetzt hast du operiert, dann kommst du dahin, dann kommst du zur Reha, dann dauert es so lang, patsch, und dann bist du wieder da. Punkt. Das ist ja auch toll, wenn man das jetzt weitergehen würde. Das Problem ist ja, wenn wir noch mal kurz nachher zurückkommen zu den Finals auch. Sie haben die Reha gemacht, Sie waren wieder irgendwann fit und sagt, hier komme ich, ich komme wieder. Neuer Trainer, Klaus Augenthaler, Comeback, erstes Spiel, ich werde gefoult, neuer Kreuzbandriss. Genau. Das ist natürlich schwierig, das Gleiche im Kopf nochmal abzurufen, oder? Ist aber so gewesen, echt? Weil alles andere hätte nicht funktioniert. Also... ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, meine ich. Meine Frau wird vielleicht was anderes sagen, weil es ist ja auch so, wenn man dann verletzt ist, dann wird man als Fußballer oder als allgemein Sportler wird man ja unausstehlich zu Hause, weil du kannst nichts machen. Das Schlimmste, was dann immer passieren kann, ist, du gehst, was mir ja auch dann passiert ist, du bist verletzt, gehst ins Stadion und die Jungs unten verlieren.
Und dann drehen sich die Leute rum und sagen, boah, du musst fit werden, du musst kommen, du musst. Und das sind auch solche Dinge, die man dann aufnimmt, aber wo einem dann wirklich, um es mit der saloppen Sprache zu sagen, mal ein bisschen auf die Eier gehen. Ja. Weil ich bin da kein Zauberer, ich weiß, was die Zeit bringt und wie lang das es dauert. Und ich tue ja schon mein Bestes und die Jungs unten tun auch ihr Bestes. Fertig. Das sind halt solche Sachen, aber der Film im Kopf lief genauso ab. Können Sie sich an die Situation erinnern, wie es war, zum einen das Champions-League-Finale verfolgen zu müssen, in dem Sie ja auch noch besser waren als Madrid, die Leverkusener Mannschaft, an das Spiel gegen Schalke in Berlin im Pokalfinale, als auch die WM Südkorea. Welche Emotionen da in Ihnen hochgekommen sind? Also in dem Moment, als das Champions-League-Endspiel war, war man natürlich durch den Verlauf danach enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Im Nachgang war das der größte Fehler, den ich gemacht habe in meiner Karriere, weil ich bin ja in die USA verfrachtet worden zum Operieren. Mhm. Normal hätte ich sagen müssen, ich fliege mit nach Glasgow und mache einen auf Tränendrüse und humpel dann und hol mir die Silbermedaille ab. Mhm. Das hätte ich eigentlich machen müssen. Allein schon für die Emotionen, für mich, für die Stimmung, die da waren und vielleicht auch, wer weiß, dann sitzt du nebendran mit deinen Krücken und dann kommt ein Spieler, laufen an dir vorbei und gucken dich an, denken, ey, okay, jetzt nochmal on top. Ja. Aber alles Spekulation, aber das war natürlich ein Riesenfehler. Japan, Korea, da war ich dann als Fan eher emotionsgeladen als Fan, aber okay, nicht als Spieler, der eine Chance verpasst hat. Ja. Ja, und Schalke ist einfach nur dumm gelaufen. Das, ja, ja. Aber nochmal, das hilft ja auch nicht, wenn man da den Kopf in den Sand steckt und in Selbstmitleid zerfließt. Die Leute, die interessieren sich eine Woche noch und die Medien und sagen, boah, was dem wieder passiert ist, vierter Kreuzbandriss und hin und her und ach, alles schlimm. Und dann dreht sich die Welt weiter. Ja, wenn jetzt Jugendliche zu Vereinswechseln neigen, weil der Trainer hat nicht das System, wo ich reinpasse, meine Verletzung hat mich rausgebracht, ich bin jetzt nicht mehr im Fokus und der andere Verein, der setzt auf mich. Sind das realistische Aussagen oder ist das eher eine Ausrede, weil ich letztendlich nicht gut genug bin, weil wenn ich gut genug bin, wird mich der Trainer spielen lassen? Na, das gibt's schon, dass ein Spieler bei einem Verein nicht zurechtkommt. Jüngste Beispiel, obwohl es auch nicht mehr so jung ist natürlich, aber Marco Reus. Ja. Der erstmal in Dortmund nicht zurechtkommt, dann nach Gladbach und dann da nicht zurechtkommt, dann wieder wechselt oder weiß ich was hin und her wechselt und plötzlich explodiert. Ja. Also in Gladbach kam er nicht zurecht, dann in Dortmund plötzlich läuft es für ihn, weil ein anderer Fußball gespielt wird. Das gibt es durchaus. Natürlich im Jugendbereich heutzutage, glaube ich, ist es eher dann ein Problem der Qualität, ja, weil die einzelnen Mannschaften, die spielen fast alle den gleichen Fußball. Die werden alle gleich ausgebildet. Die Rechtsverteidiger oder die Stürmer, Mittelfeldspieler, das sind alles, ist ja ein Standardverfahren, was da in Ausbildung gemacht wird. Der ein oder andere hat natürlich mehr Möglichkeiten, indem er vielleicht so Eistonnen noch aufstellt oder was weiß ich, noch Matheaufgaben lösen lässt. Aber ansonsten werden die ja gleich ausgebildet. Deswegen ist es da eher, ja, persönlich die Qualität nicht und deswegen schiebe ich es mal auf den Trainer. Ja, genau. Wenn ich als Jugendlicher, wir müssen ja mal Marco Reus, Jens Nowotny, das ist alles schön, aber es ist ja die Ausnahme. Ne? Ja, aber das ist genau das, was die Jungs sehen. Ja, das ist klar. Die Jungs sind ja das ist der nächste Mario Götze, der das WM-Tor schießt. Genau. Ich meine, die Realität, Nachwuchsleistungszentren, ich weiß gar nicht, wie die Quote ist, 5% oder so, das schaffen sie in die Bundesliga. Ne? Oder das wäre aber hoch. Also ich meine immer noch so 1,5. Ja, oder ich wollte gerade sagen, oder beim Sportinternat sagt ein Bekannter immer, der sagt zu mir, Michael, einer von 100. Ja. Ja, genau. Und wie lange soll ich es versuchen, wenn ich bei Leverkusen hat die zweite nicht mehr angemeldet, nehmen wir jetzt mal 1. FC Köln. Ich spiele A-Jugend, komme in die Regionalligamannschaft und spiele da meine Rolle, habe meine Einsätze. Ab wann muss ich für mich überlegen, Vereinswechsel oder ganz schwierig oder den Cut? Weil die Problematik, die ich sehe, ist,
ich gebe mir noch 2 Jahre. Aus den 2 Jahren werden noch 2 Jahre und dann bin ich 30 und ich habe 4 Vereine gesammelt, nämlich von Osnabrück über Cottbus, Rot-Weiß Essen und alles tolle Vereine, aber nicht das, was ich wollte. Und dann ist es, wenn es schlecht läuft mit 30, stehe ich auf dem Arbeitsmarkt, bin wahnsinnig unattraktiv für den Arbeitsmarkt. In der Regionalliga konnte ich auch nicht so viel Geld verdienen, dass ich jetzt erstmal mich ausruhen kann. Ja. Und eine psychologische Herausforderung ist es, glaube ich, zudem. Ja, also wir haben eigentlich, ich war ja auch Spielerberater und hatten dann auch mal dieses Gespräch mit einem Spieler und haben auch gesagt, ich würde 2 Jahre, also wirklich, du hast die Schulausbildung, sag mal, du hast Abi oder abgeschlossene Berufsausbildung, ist natürlich top, ja, wenn man das hat. Und dann sagen, okay, jetzt gibst du dir 2 Jahre, wenn du es finanzieren kannst, weil das ist ja auch das, ne? Es ist eins zu sagen, ich bin dann 2 Jahre mal Fußballer, aber kein Profi, sondern ich möchte erstmal dahin. Das heißt, du musst es 2 Jahre lang finanzieren irgendwie. Mhm. Und die 2 Jahre, die würde ich schon einem geben, zu sagen, jo, das ist mein Ziel und da tue ich mal alles dafür. Aber mit alles meine ich dann doch wirklich alles. Und das sind ja die meisten auch nicht bereit, dann zu tun. Ja. Das ist alles schön und schnell erzählt. Ja, mit Reden sind wir ja alle groß, aber es geht ja um das Tun, um das Machen und das vergessen halt viele. Was würden Sie da unter dieses alles mit einbeziehen? Ja, nicht am Wochenende die Partys besuchen, nicht in Urlaub fahren ohne meine Laufschuhe. Mhm. Das sind erstmal so die Grundvoraussetzungen. Dann, ich würde wirklich versuchen, mir die neuesten Informationen zu holen, was ich tun kann, damit mein Körper bestmögliche Leistung bringt und dann das Runde. Tja, trainieren. Wenn ich vom Verein ausgebildet werde, ist es ja letztendlich das Ziel des Vereins, Kapital zu generieren. Ne? Also ich muss funktionieren. Wenn es gut läuft, komme ich in die erste Mannschaft. Entweder werde ich teuer weiterverkauft oder ich schieße den Verein zum Klassenerhalt, zum Titel oder was auch immer. Einer von 100 schafft es, 99 landen irgendwo. Dann haben viele noch ein Elternhaus, was sie trägt und auch normal weiterkommen. Ich kenne wirklich einige schon, wo es ganz schwierige Zustände jetzt sind mit 30 Jahren und denen das auch schwerfällt, sich zu orientieren, ne? Und auch damit umzugehen. Die sagen teilweise, ich kann keinen Fußball gucken, weil eigentlich habe ich mich da gesehen, aber ich bin da nicht. Ne? Ja. Ich finde, die Vereine haben eine Mitverantwortung. Das ist natürlich, letztendlich sind es keine Vereine mehr, das sind alles GmbHs und AGs, aber die Emotionalität ist natürlich eine andere, als wenn ich bei Coca-Cola arbeiten würde. Ich bin nun mal im Fußball und will da was erreichen. Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist, dass es sich um Jugendliche handelt. Genau. Und da legt man eher so einen Fokus dann auch drauf und sagt, die Vereine haben eine soziale Verantwortung. Ja. Aber das Problem ist ja ganz einfach, wenn du in Leverkusen bist und auch in der, oder ich sag jetzt mal, in einem NLZ, das war vor Jahren so, vielleicht ist es jetzt nicht mehr so, als 9-Jähriger, als 8-Jähriger in der F-Jugend oder in der Bambinis, was weiß ich, und im Winter Tabula rasa und du bist zu langsam, dann sagen sie zu dir, es wäre gut, wenn du vielleicht den Verein wechselst und dann kommt ein neuer. Ja. Das heißt, da ist es genauso wie bei den Fans. Es müssen die 11 auf dem Platz sein, die Erfolg versprechen. Und der Rest, ja, gucken wir mal. Aber wenn ich noch E-Jung bin, dann fahre ich nach Hause, dann weine ich auch und dann spiele ich nächste Woche hoch Amateurfußball und mache meinen Weg. Da finde ich, habe ich noch eine Entwicklungsphase. Ja, vielleicht, weil genau das ist ja auch so etwas, was durch die sozialen Medien ja gepusht wird. Ja, dass jemand, der vielleicht ins Probetraining bei Leverkusen eingeladen wird, das direkt mal postet. Mhm. Ja. Zack, dann ist es draußen. Und dann wechselt er sogar und nach einem Jahr ist er plötzlich wieder da und dann kriegt er nämlich die dummen Kommentare. Mhm. Und dann muss er sich erstmal da zurechtfinden. Wir haben das auch im erweiterten Familienkreis, wo auch einer den Verein dann gewechselt hat. Er ist dann von dem Kleinen zu dem NLZ gegangen. 2 Jahre später ging es da nicht weiter, dann ist er aber nicht mehr zu dem Verein zurück, ja, wo eigentlich seine Freunde sind, sondern dann ist er zu einem anderen Verein zurück. Oder nicht zurück, sondern ja, zu einem anderen Verein. Das heißt, die persönliche Schmacht, was man dann vielleicht empfinden mag, was ich eigentlich aber ich persönlich auch gar nicht so sehe. Ich würde auch sagen, wenn du die Chance hast, versuch es. Ja. Geh zu Leverkusen, geh natürlich, zu Köln, ja, geh zu Karlsruhe, geh zu was weiß ich und probier es. Und wenn es dann nicht funktioniert, alles gut. Aber ja, nicht kommen und nach 4 Jahren sagen, oh, hätte ich mal. Ja. Ich hatte
für mich mal überlegt und auch verschiedene NLZs angeschrieben. Es besteht nicht eine Möglichkeit. Der Fußball hat so eine Macht in Deutschland, ne? Weil jeder Verein hat so viele Kontakte und die Leute sonnen sich ja gerne in dem Umfeld von erfolgreichen Menschen, erst recht von Fußballern. Müsste doch möglich sein, 17-, 18-Jährigen offensiv Möglichkeiten anzubieten. Die müssen es ja zwingen, kann ich keinen. Aber zu sagen, hör mal zu, jetzt spielst du bei Leverkusen. Wir bieten dir an, dass du bei, jetzt, das wäre Bayer, bietet sich an, aber wir nehmen mal international, ja doch Bayern natürlich, startest eine Ausbildung, die dir gefällt. Das gibt's ja. Und wenn du nach einem Jahr wechselst, ist es aber nicht der Fall, dass deswegen die Ausbildung abgebrochen werden muss, sondern weil Bayer national, international agiert, können wir sagen, verkürzte Ausbildung machst du an einem anderen Standort auch weiter, auch wenn du bei den Stuttgarter Kickers spielst. Genau. So, Rewe, DM, solche, das muss doch möglich sein, dass man dieses Loch, in das viele fallen, dass das nicht so tief ist. Ja, also die Möglichkeiten, die gibt es auch und die Angebote gibt es auch. Oftmals ist das Problem aber der Jugendliche selbst, der das gar nicht möchte. Ja. Denn Ausbildung ist in seinem Kopf eine zusätzliche Belastung, die er nicht braucht, wenn er Fußballprofi wird. Also sollte für ihn der Fokus nur auf dem Sport liegen. So ist seine Einstellung. Und das andere, das ist Beiwerk. Es ist schön, wenn es nebenher läuft. Okay. Aber also die soziale Verantwortung, da gebe ich vollkommen recht, da müsste man eigentlich einen Schritt weiter gehen, weil es halt noch um Jugendliche geht. Weil man nimmt denen die komplette Entwicklung im Nachwuchsbereich, zumindest was das Erwachsenwerden anbelangt. Ja, auf jeden Fall. Diese Orientierung, die andere ab dem 17., 18. Lebensjahr haben, die fällt ja weg, weil ich in gewisser Weise in der Blase bleibe. Ne? Genau, aber das hat uns ja auch nicht interessiert als Jugendliche. Ja. Also die Schwierigkeit, was man immer hat, das habe ich aber auch schon oft gesagt, wenn ich mal gefragt werde, ja, kannst du mal so über deine Karriere erzählen und Profi und die Tücken, die es gibt. Und jetzt machen wir das Interview und ich erzähle was und du schneidest was zusammen, 20 Minuten. Und ich kann sagen, wie schlimm das alles ist. Und der Jugendliche, der sitzt dann da und sagt, ja, aber der hat es geschafft. Genau. Punkt. Deswegen hören sie auch nur auf dich, weil du es geschafft hast. Ja, aber interessanter wäre es ja, jemanden zu nehmen, der ein Riesentalent war und der ihnen mal erzählt, warum er es nicht geschafft hat. Ja, das stimmt. Und es gibt ja genug von den Beispielen, Und da meine ich noch nicht mal das, was ich vorhin erwähnt habe, von wegen abgedriftet, vielleicht Alkohol, Partys und Gedöns. Nee, es hapert meistens an der Qualität. Ja, okay. Und das ist so. Und da vielleicht mal jemanden zu nehmen, der es auch nicht geschafft hat aufgrund der Qualität, aber wie man es dann schafft, aufgefangen zu werden. Also das, ich habe da mit Jugendlichen schon gesprochen, die, glaube ich, die Qualität, jemand, der Bambini bis A-Jugend, sogar Regionalliga und vielleicht eine türkische Nationalmannschaft gespielt hat, ist dann ja erstmal außer Frage, dass die hoch ist, die Qualität. Ne? Und so, dass sie dann oft sagen, die Bauchgefühl, ich pack's nicht mehr, ich habe nicht die Chance bekommen vom Trainer oder dass der Schritt aus der U23 zu den Profis nicht geklappt hat, um zu sagen, ich muss mich jetzt umsehen. Ja. Aber viele verbleiben halt in diesem System, ne, und sagen, ich habe heute Morgen noch mit einem gesprochen, der hatte die Stationen Fortuna Köln, Erfurt, Viktoria Köln, Wuppertaler SV, jetzt bei Rot-Weiß Koblenz. Mhm. Sein Ziel ist jetzt in den nächsten 2 Jahren dritte und zweite Liga anzugreifen. Immer der Weg ist nicht so geradlinig, dass man sagt, das würde ich prognostizieren. Ne? Natürlich nicht. Genau. Und, aber er sagt, hey, ich arbeite daran, der ist Feuer und Flamme und auch echt gerader Typ und auch nett. Aber es sind halt so viele kleine Bausteine auch dazwischen mit Schule abgebrochen. Und die Vereine haben sich natürlich nicht nach ihm gerissen, sonst wird er nicht bei diesen Vereinen sein. Ne? Genau. Und das ist ja die größte Illusion, was vielen Jungs vielleicht innewohnt ist der Konkurrenzkampf. Ja. Die spielen wenn du jahrelang bei Leverkusen oder Dortmund in den NLZ spielst, dann spielst du halt gegen Bochum, du spielst gegen Köln, du spielst gegen Düsseldorf. Alles gut. Du
Du spielst gegen als 19-Jähriger gegen den 19-Jährigen, als 17-Jähriger gegen den 17-Jährigen. Mhm. Es sei denn, du bist so wie Moukoko, der mit 14 gegen 19-Jährige spielt. Als Ausnahmetalent, okay. Aber das Problem ist ja, und das ist die Illusion, was sich viele erstmal, das müssen sie begreifen, sobald sie in den Männerfußball kommen, dann spielen die halt auch gegen einen 28-jährigen Iraner. Ja. Oder gegen einen 32-jährigen Franzosen. Ja. Da ist nicht mehr mit, oh, jetzt sind 21.000 in meinem Jahrgang, sondern dann sind es plötzlich nicht mehr nur 21.000, sondern es sind 400.000, mit denen ich allein in Deutschland konkurriere. Ja. Und dann kommt man, da rede ich noch nicht über Europa und Welt. Genau, ja. Und das müssen die Jungs auch begreifen, dass es verdammt schwer ist, da sich zu etablieren und das Risiko natürlich hoch ist. Aber wenn ich jetzt zu einem sage, was ist dein Plan B, dann wäre es super toll, wenn er über den Plan B eine genaue Vorstellung hat. Für mich ist es ungefähr so, wie wenn jemand kommt und will mir eine Lebensversicherung verkaufen. Ja. Ich höre zu, ich habe einen Plan, ich würde es vielleicht auch machen, aber ich hoffe, dass es nie eintrifft. Ja. Und wenn wir mal einmal, ich würde zwei Themenbereiche noch anschneiden. Einmal den Bereich des Mikrokosmos, wenn wir von den Welt- und Altersklassenkonkurrenten weggehen, wieder in meinen Verein rein. Und da lebe ich auch, egal ob Regionalliga, Bundesliga, das Gehalt ist natürlich höher in der Bundesliga, Regionalliga wird teilweise auch noch recht gut bezahlt. Mhm. Wie kann ich mich da so verhalten, dass ich mich vielleicht nicht auf so einen Statussymbol-Level mitziehen lasse, um vorzusorgen, um zu sagen, okay, gibt aber nach ein paar Jahre, wo ich mich orientieren kann und auch ein Polster habe. Weil ich kann mir vorstellen, dass in einer Gemeinschaft, wo grundsätzlich viel Geld verdient wird, es schwierig fällt, auch als junger Mensch sich abzugrenzen. Das definitiv. Das ist sehr, 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 sehr schwierig, weil es geht ja auch immer ein bisschen um Prestige, um Profilneurosen. Oh, der hat eine Uhr, die kostet 6.000, der andere hat eine Uhr, die kostet 8.000. Ich kann mir eine leisten, die kostet 4.000. Mhm. Also mache ich das bloß, damit ich mithalten kann. Das ist ja zwar das Dümmste, was man machen kann, aber habe ich selber auch durchlebt und mitgemacht und habe es dann bei anderen natürlich auch mitbekommen. Klar, wenn man jetzt in meinem Alter drauf guckt, würde man vieles anders machen. Das ist halt ein reifer Prozess da, ne? Ja. Genau, und da muss man einfach das Glück haben, vielleicht jemand an der Seite, der aber schon früher eine Vertrauensperson war, die zu einem sagt, pass auf, du verdienst jetzt viel Geld, lass uns mal wirklich zusammensitzen. Sag mal, du verdienst 10.000 Euro im Monat, was brauchst du, um zu leben? Du brauchst 1.000 Euro für dein Auto, weil du das liest, Versicherung, bla bla, du brauchst 1.000 Euro für deine Wohnung, du brauchst 1.000 Euro für Klamotten, du brauchst 1.000 Euro zum Leben. So. Und 1.000 Euro für die Freundin. Und 1.000 Euro für die Freundin. Und dann sagen wir, dann musst du aber bedenken, dass du 3.000 Euro Steuern zahlst, mindestens. So, und die anderen? Ja. Ne? Ich meine, da bist du dann noch zwei. Und die anderen zwei, die legst du an. Die legst an. Aber was Sie gerade sagen, finde ich ganz wichtig. Das ist eine Vertrauensperson, die ich schon vorher kannte. Ne? Die ist nicht auf einmal die Vertrauensperson, weil ich jetzt gerade Geld verdiene, weil dann wird es wieder schwierig, nicht den faulen Fisch zu fangen. Ne? Genau, also das ist natürlich auch ganz, ganz schwierig. Klar, weil wenn dir jemand irgendwas von Finanzen erzählt, ist er ja meistens auch provisionsgetrieben. Ja. Da würde ich auch immer den Weg, aber auch aus der Erfahrung heraus jetzt immer gehen und sagen, auf, du bist mein Finanzberater, toll, dir vertraue ich, du kriegst jeden Monat 500 Euro oder 1.000 Euro von mir aus, weil das ist dein Lohn. Ja. Und am Ende vom Jahr gucken wir, was du gemacht hast. Mhm. Und dann entweder du kriegst was on top oder du zahlst was zurück. Das wäre natürlich das Fairste, was du machen kannst. Ja. Aber das sind solche Dinge, die sind ganz schwer. Also ich würde auch niemandem empfehlen, investieren dann den ETF oder kauf die Wohnung oder das oder sell oder jenes. Das ist schwierig. Ja. Das mal wieder zum Fußballgeschäft so konkret. Als Spieler bin ich ja in einem System von 11 sagen wir mal, Spielern plus die Kadergröße über 20 dann. Und dann gibt es ja Trainer, die ihre eigene Philosophie mitbringen und vor allen Dingen auch ihren eigenen Charakter. Ich musste jetzt schmunzeln, als ich mir nochmal vor Augen geführt habe, welche Trainer sie auch erlebt haben in dieser durchaus auch wilden Phase bei Leverkusen. Ich meine, da gab es Christoph Daum. Ja. Das war ein extremer Charakter mit, man sagt ja, Motivationskünstler. Dann fiel in diese Phase, wo Christoph Daum
als Nationaltrainer gehandelt wurde, dann diese Kokain-Affäre und bei Bayer Leverkusen rausging, gehen musste und nicht Nationaltrainer wurde. Dann wurde Berti Vogts, glaube ich, Trainer, richtig? Zwischenzeitlich kurz Rudi Völler. Zwischen Rudi Völler. Berti Vogts, glaube ich, eine ganz andere Person wahrscheinlich als Christoph Daum. Ja. Mhm. Dann hatten sie diese ganz erfolgreiche Phase oder weitere erfolgreiche Phase mit Klaus Toppmöller. Ja. Auch nochmal in der Öffentlichkeit ein anderer Typ, so, ne, auch ist völlig egal, aber das ist ja eine Bandbreite, die ja bedient wird, die ist schon super, ne? Definitiv. Wie ist es als Spieler, dass ich mich darauf einlasse, was muss ich machen? Sie haben unter allen Stamm gespielt, weil manchmal, ich habe, wie gesagt, heute mit einem gesprochen, der sagte, ja, dann kam der Trainer, der hat mich nicht gemocht und dann war ich erstmal auf der Bank und ich bin gewechselt. Ist es dann, weil der Trainer mich nicht mochte oder waren Sie so gut und er konnte Sie nicht mögen, aber da kam man ihm nicht vorbei? Letztendlich war es Qualität, die sich durchsetzt. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich eine extrem hohe Qualität und das konstant, was ja auch noch wichtig ist. Mhm. Und deswegen habe ich mich immer über kurz oder lang, auch bei Klaus Augenthaler dann doch wieder zurückgekämpft und habe mich dann auch durchgesetzt wieder. Mhm. Und das hat eigentlich funktioniert als Gemeinschaft, auch die Mannschaft an sich, das ist ja auch sowas, kommt ein Trainer und eine Mannschaft funktioniert, dann hast du es als Trainer natürlich einfacher, als Mannschaft harmoniert es dann gleich viel besser. Wenn du aber als Trainer kommst und meinst, direkt mal alles umbauen zu müssen in einem funktionierenden Team, dann hast du es schwer. Ja. Ja, und deswegen nochmal, Qualität wird sich durchsetzen. Mhm. Auf Dauer, auf jeden Fall. Und die kannst du nur verbessern, indem du diszipliniert trainierst und auch deine Stärken trainierst, deine Stärken wirklich verbesserst noch mehr und die Schwächen ein bisschen ausmerzt. Das ist ein super Übergang, weil ich damit gerne zum letzten Punkt komme. Wenn Sie jetzt Jugendlichen im Übergang von der A-Jugend in den Profibereich Tipps auf den Weg geben müssen und sagen, das sind für mich die wesentlichen Punkte, die du beherzigen musst, um den Sprung in eine der ersten drei Ligen in Deutschland zu schaffen. Du kannst einem nur wirklich das sagen, trainieren. Das ist ganz schwierig, weil wenn ich jetzt von meiner Zeit rückblickend sagen würde, ich bin beim KSC reingekommen zu den Profis, und habe mich erstmal, was heißt erstmal, ich meine, das ist mein Naturell, dass ich nicht direkt nach vorne stürme, sondern habe mir alles angeguckt, hatte aber auch das Glück, dass mich ein Oliver Kahn an der Hand genommen hat, dass mich ein Wolfgang Rolf mitgenommen hat, dass mich dann später der Icke oder Olli Kreuzer ganz früher, dass die mich an die Hand genommen haben und mit auch genommen haben. Das passiert vielleicht heute nicht mehr so, das ist klar, aber ansonsten wirklich kannst du einem nur sagen, du musst trainieren, deine Stärken wirklich rausfiltern. Wo sind deine Stärken? Und die musst du so gut trainieren, dass du dass das genau der Unterschied ist. Ich bin ja noch groß geworden in dem klassischen Training auf dem Dorfverein. Ich habe einen rechten Fuß und der linke, der war zum Stehen. Wenn ich jetzt ganz so, wird es heute nicht sein oder auch bei Ihnen nicht, aber also besser an der Stärke arbeiten als an der Schwäche? Ja, weil das beste Beispiel auch in der Vergangenheit war ja David Beckham. Mhm. Das war nicht der beste Zweikämpfer, das war nicht der beste Kopfballspieler, das war nicht der schnellste, das war nicht der ausdauerndste, das war nicht der, der einen überragenden linken Fuß hatte, aber das, was der mit seinem Rechten gemacht hat, war natürlich Weltklasse. Und wenn du zu einem Freistoß hingehst und von 10 sind 8 drin, dann ist das deine Stärke. Ja, okay. Herr Nordny, ich habe es angekündigt, ich möchte gerne mit Ihnen eine Herausforderung begehen, nämlich ich kann Ihnen keinen Pokal anbieten, der noch nicht vom DFB-Akt legitimiert ist, aber bei mir geht es um den Kakaopokal. Drei unten, drei oben. Ich hole mal den Kakaopokal, damit Sie motiviert sind. Ja. Das ist der Preis. Wobei, man muss ja wirklich eine Herausforderung schaffen, das heißt drei unten mit links und drei oben mit rechts. Mir ist egal, ich nehme alle Herausforderungen an. Ja, weil anders funktioniert es bei mir nicht mehr. Also rechts oben, ne? Aber fang mit oben an. Ja, ich fang oben an. Das ist okay, zieh die ersten drei, danach ich drei. Eigentlich erwarte ich von Ihnen eine Ansage, wie viele Sie insgesamt treffen. Wir insgesamt? Ja, nee, Sie. Achso, ich.
Keine Ahnung. Aber 3 wäre eigentlich schon nicht schlecht. Boah. So, jetzt muss ich ihn oben reinsetzen. Ja. Dann bin ich unter Druck. Scheiße. Ich meine, ich kann danach immer noch sagen, wenn ich keinen treffe, mein Job war ja, Tore zu verhindern. Ja, stimmt. Ich habe geguckt, ein Länderspieltor haben Sie. Gegen wen war das? Ich weiß, das ist in Freiburg. Ich habe selber nicht gefunden, muss ich sagen. Es war in Freiburg, das weiß ich noch. Aber gegen wen wissen Sie nicht? Letztens hat es noch einer gesagt, aber... Oh, weiß ich auch. Weiß nicht. Aber es war, ich glaube, auch das entscheidende 7:0 oder sowas. Und Bundesliga-Tore haben Sie auch ein paar geschossen? Ja, 11, glaube ich. Müssten es gewesen sein. Und das Schöne ist, dass sie fast so viele vom Platzstellungen hatten wie ein Tor. Ja. Ich meine, das ist eines Abwehrspielers würdig, die Torwand umgeschossen. Ja, ne? Ich sag mal so, ein 1:0 reicht. Ja, richtig. Aber da muss der Gegner mitspielen, ne? Ja. Ah, jo, das, 1:1. Das tut gut. Ist für mein Ego auch wichtig. Ja. Ja, sie lachen. Schade. Aber es ist schön, friedliches Unentschieden hat auch was, ne? Das ist auch sowas, das Ego oder sowas. Ne? Ich hatte das mal, als ich aktiv war, da bin ich in Spielberg, da wo ich herkomme, mit meinem Freund, sind wir gejoggt. Ja. Und der war immer fit, drahtig und schnell. Wir sind, ich glaube, 10 Minuten gelaufen und war zügig. Dann habe ich nach 10 Minuten gesagt, ja, weißt du was, kannst mich im Arsch lecken. Wenn du schneller laufen willst, lauf, das ist nicht mein Tempo, ich laufe langsamer. Ja. Wenn ich als junger Mann in eine Profimannschaft reinkomme, dann gibt es ja wahrscheinlich eine Hierarchie, oder? Also ich glaube schon, dass es wie überall ist, wenn du als Junger oder als Neuer irgendwo hinkommst und du bist nicht gerade Cristiano Ronaldo, dann sollte sie sich erstmal einordnen. Nicht unterordnen, ja, aber einordnen. Das ist ja eine Rundumversorgung, die ich inzwischen genieße als jugendlicher Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Ne? Das fängt ja an bei, ich zahle keine Beiträge, ich muss keine Sachen waschen, ich muss keine Schuhe putzen. Ich werde auf gewisse Art und Weise hofiert. Ich habe mal mit dem Trainer der Frauenmannschaft vom 1. FC Köln gesprochen, der war auch Trainer der Behindertennationalmannschaft, Willi Breuer heißt er, ich meine, Sie haben den Namen. Ja. Und der sagte, als er dann aus diesem anderen Umfeld nach Köln wechselte als Jugendtrainer, da wusste er wahnsinnig zu schätzen, was ihm da widerfährt. Ne? Mhm. Und war ganz überrascht, dass einige Profis, aber er hat das gar nicht abwertend gesagt, gar nicht mit einigen Sachen umgehen konnten, wie zum Beispiel einen Urlaubsantrag ausfüllen, die nachher Trainer waren, die sagen, wir wussten gar nicht, was das ist. Er sagt, dass dieses zu schätzen Wissen dieser sehr schönen Rahmenbedingungen, ist das eine Schwierigkeit, das anzunehmen? Oder ist es, was wir eben sagten, das Gras ist nebenan grüner, dass man immer wieder guckt, ah, so gut ist es gar nicht hier, in Wirklichkeit hat man es nicht. Nee, gut. Also die Schwierigkeit ist, auf dem Boden zu bleiben. Ja. Also es geht mit Kleinigkeiten los, was ich auch schon mitbekommen habe als so ein Nationalspieler, der nicht mal einen Termin beim Friseur machen konnte, ohne seinen Berater. Ja. Und jetzt schließt sich der Kreis. Sie haben eine erfolgreiche Karriere hinter sich. Sie lebten auch in einer gewissen Ruhm, sag ich mal. Ne? Die Menschen, ich weiß nicht, wie sie über die Straße gegangen sind, aber ich wäre hinterhergerannt, hätte ihnen auf jeden Fall ein Autogramm abgeknüpft. Ne? Und jetzt leben sie im Bergischen und wahrscheinlich unbehelligter langsam. Ja. Wie ist das, damit umzugehen, dass mir auf einmal das Interesse in gewisser Weise schwindet? Man lebt nicht mehr in so einer Blase. Ich habe jetzt das Interview mit Jogi Löw letztens gelesen. Der sagte, nach seinem WM-Gewinn, da war der in einem riesen Loch, weil er auf einmal quasi alleine war und dieses ganze Fokussiertsein auf Ziele so weg war. Können Sie das so teilen, dass man sagt, man ist manchmal voll on fire, Champions League-Finale und dann auf einmal, Die Schwierigkeit kommt wirklich dann für viele danach. Das heißt, bis zum gewissen Grade bist du nicht gesellschaftslebensfähig. Das musst du dann erst lernen. Und der emotionale Punkt, also das finde ich auch interessant. Ich meine, auch wenn es vielleicht falsche Freunde sind oder Schulterklopfer, aber man steht ja im Mittelpunkt. Na klar, und man geht zum Italiener und wird eingeladen. Genau. Und wenn das wegfällt, nach und nach und wahrscheinlich ganz nach der Karriere erstmal auch dann abrupt auf einmal, ist das auch schwierig, damit umzugehen? Nagt das am Ego?
Auch, also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, das ist nicht schön, wenn man erkannt wird, wenn dann wieder Fachsimpeln einen auf wichtig machen können. natürlich ist das schön und das nagt bis zu einem gewissen Grad natürlich auch am Ego. Aber da ist halt dann auch wichtig, wie bist du im bekannten Freundschaftskreis aufgestellt. Und darauf fällt es immer wieder zurück, ne? Also gute Freunde, ja, so Familie. So beginnt es. Also mein Freund, deswegen habe ich das vorhin gesagt, der, obwohl er total unsportlich ist, aber der ist mit mir, als wir in Urlaub waren, wie alt war ich da, 16, Gran Canaria oder 17, dann ist der mit mir morgens aufgestanden und ich bin am Strand joggen gegangen und er hat sich da nochmal hingelegt. Ja. Aber trotzdem, der hat mich dazu gedrängt, dass ich das tue. Okay. Oder als ich war in der Hardrock-Szene unterwegs und als es dann drum ging, dann kam einer und dachte, oh, und was wollt ihr trinken? Der eine Jackie Cola, der andere Jim Beam, der nächste Gin Fizz oder was weiß ich. Und dann hat er auf mich gezeigt, ich sag Cola Light. Und der so, oh, was willst du Cola Light? Dann hat eben der wieder gesagt, halt deine Fresse, der trinkt Cola Light und verpiss dich jetzt. Ja, ja. Also, und das sind natürlich die, man braucht, ne? Genau, und die hast du danach auch noch. Ja, genau. Wenn man die und das schafft auch, die zu behalten, ne? Genau. Ja, und die halten dich auch am Boden. Ja. Wir haben zu Hause Hühner. Ja, oh. Und Wachteln. Ja. Und deswegen habe ich eben meiner Tochter noch gesagt, Rodney kriegt oh, sehr schön. Zwei frisch gelegte Hühnereier und zwei Wachteleier. Dankeschön. Voller Nahrung pur. Ja, das ist die top. Bio-Eier pur. Ja, das ist super. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre Zeit. Das ist sehr, sehr nett. Nicht zu danken. Immer wieder gerne. Dankeschön.